Bring the jungle end time. Rojavaya dil, dil jibo te bune gul, jibo te le dide bi milyonan dil. In Afrin werden zurzeit Hunderttausende von Zivilistinnen und Zivilisten angegriffen. Es werden Hunderttausende von Geflüchteten aus allen Teilen Syriens angegriffen. Und es wird auch die YPG und die YPJ angegriffen und ihre arabischen Verbündeten, die in den letzten Jahren den effektivsten und entschlossensten Kampf gegen den Islamischen Staat geführt haben. Es wird ein Gesellschaftsprojekt angegriffen, das uns allen, auch hier in den europäischen Metropolen, Hoffnung gibt. Das Gesellschaftsprojekt der demokratischen Autonomie und das Gesellschaftsprojekt, das auf den Ideen Abdullah Öcalan basiert. In Rojava, in der Demokratischen Föderation Nordsyrien, in Afrin, werden heute diese Ideen angegriffen und damit auch unsere Ideen, unsere Hoffnung und unsere Ideologie. Wir stellen uns heute hier zu Tausenden gemeinsam in Berlin auf die Straße, um zu sagen, wir wollen diese Angriffe nicht. Erdogan soll in seinem Land bleiben. Dieser Diktator hat in Kurdistan nichts zu suchen und auch nicht seine türkischen Schergen und seine islamistischen Banden. Wir sagen auch, dass wir keine deutschen Waffen in Kurdistan wollen. Wir wollen keine deutschen Panzer, keine deutschen Gewehre und keine deutschen Soldaten in Kurdistan, in der Türkei oder in anderen Teilen des Mittleren Ostens. Wir verurteilen die Waffenexporte des deutschen Staates an die Türkei und wir verurteilen auch die Stille, mit der die Bundesregierung auf die derzeitigen Angriffe der Türkei reagiert. In diesem Sinne, lasst uns jetzt gemeinsam loslaufen. Let's go.